Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich habe für euch ein schnelles Rezept in diesem Video und zwar das beste Apfelkuchenrezept. Sehr saftig, super lecker, super einfach. Probiert's unbedingt aus. Wir kommen direkt zu der Zubereitung. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Das Rezept mache ich auf meiner Küchenmaschine. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dem Handrührgerät machen. Meins ist leider kaputt, also liebe Firmen, falls mir jemand gerne eins schicken möchte. Als erstes brauche ich 3 Eier, eine Prise Salz, zwei Päckchen Vanillezucker und 100 Gramm Zucker. Ich habe das Ganze jetzt nicht so süß gemacht. Falls ihr es süßer mögt, dann fügt 150 Gramm Zucker hinzu. Das Ganze wird jetzt einmal schaumig aufgeschlagen. Mit der Küchenmaschine dauert es circa so 3, 4, 5 Minuten. Mit dem Handrührgerät 8 bis 10 Minuten. Dann schalte ich die Küchenmaschine auf niedrigster Stufe und gebe dann 100 Gramm geschmolzene Butter dazu und 160 Milliliter Milch. Die Milch bitte nicht direkt aus dem Kühlschrank, sie sollte so wie die Eier Zimmertemperatur haben. Dann kommt noch ein Päckchen Zitronenabrieb oder der Saft einer halben Zitrone hinzu. Dann mische ich 200 Gramm Mehl mit einem Päckchen Backpulver und das gebe ich zur Eimischung dazu und rühre das auf niedrigster Stufe ganz kurz einmal ein. Bitte auch wirklich nur auf niedrigster Stufe und nur ganz kurz, bis das Mehl eingearbeitet ist. Sicherheitshalber könnt ihr statt Handrührgerät oder Küchenmaschine auch einfach einen Schneebesen nehmen und das Mehl unterheben. Dann habe ich eine Sprengform 24 cm vom Durchmesser, den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet. Statt Backpapier könnt ihr auch natürlich die Sprengform mit Butter einfetten und mit Mehl bestäuben und dann den Teig einfüllen. Dann habe ich 2 bis 3 Äpfel je nach Größe geschält und in Spalten geschnitten und dann mit Zitronensaft beträufelt. Das gebe ich jetzt auf den Teig. Ihr könnt es einmal spiralförmig machen oder einmal in der Reihe, so wie ihr Lust und Laune habt. Der Kuchen kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten. Dann habe ich einen Esslöffel Aprikosenmarmelade kurz in der Mikrowelle erwärmt und damit bestreiche ich den Kuchen. Und wenn er dann vollständig ausgekühlt ist, könnt ihr ihn genießen. Ich genieße ihn gerne lauwarm, so wie ihr mögt. Dazu noch eine Tasse Kaffee. Super lecker und super einfach. Wenn euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.